Verstehe ich nicht. Warum ist der aus? Ach du Scheiße. Und was macht ihr? Robert! Robert! Ich hab die Kinder am Telefon. Hallo? Robert! Robert! Kommst du bitte mal schnell? Carmen, ich bin mit den Kindern am Telefonieren. Das ist schlecht. Warum soll ich denn kommen? Wir haben einen Riesen. Okay, ruf mich später an, wenn du Zeit hast, Davina, okay? Was ist, Carmen? Robert, ich drehe am Rad. Was ist? Das Unwetter war nicht gut. Warum? Das ist kaputt gegangen? Ja. Was denn? Das ist am Arsch. Ist wahrscheinlich der Blitz eingeschlagen. Ist kaputt? Ja. Guck mal, kein Bildschirm mehr. Der war eingesteckt. Blitz, Donner, diese Nacht, alles. Geht der noch? Ha? Ha, ich sag dir was. Was? Ich seh's. Was? Hier, unser Dryager ist aus. Ach du Scheiße, auch hier gar keinen Strom. Okay, da. Okay. Dennis! Also wenn jetzt die Kühlkette um mehrere Stunden nicht funktioniert hat, dann ist unser Fleisch leider hinüber und dann haben wir Hunderte von Euros verloren. Oh shit. Ja, ja, jetzt ist der Strom raus, aber jetzt gerade ging doch noch Strom. Wir haben den Tisch doch hochgemacht. Oh. Der Dryager ist aus. Ja, ich gehe mal runter, gucken nach der Sicherung. Ja, es geht ja auch nicht nur im Einzelnen ums Geld. Es ist ja auch schade, wenn man hinterher 25 Kilo Fleisch wegschmeißen muss, nur weil es dann stinkt. Nee, ich glaube, weil ja hier so ein extremer Sturm und war und Unmengen an Wasser, ist das hier reingegangen. Und sobald das hier in diese Klappe geht, geht... Müssen wir öffnen... Muss austrocknen, alles Mögliche, das ist Aktion. Das muss ja nur hier neben stehen und austrocknen, es darf dann nicht mehr regnen. Und dann funktioniert der Strom wieder. Auf jeden Fall müssen wir das aufmachen, aber da haben wir ja kräftige Männer. Nelson ist ja da, wenn Nelson da ist, bin ich immer sehr beruhigt. Weil ich weiß, er kann das öffnen. Er ist stark. Ja, passt. Also, wenn Nelson da ist, alles gut. Also Nelson, komm, wartet auf ihn, weil der macht das mit links. Okay, Carmen macht das, ich gehe weg. Nee, wieso? Du hast doch gesagt, du kannst das. So. Hä? Ich kann das auch, ja. Ah, Stange holen. Stange für drunter zu tun, Carmen. Aber dein Nelson, der kann das vielleicht mit zwei Händen machen, das ist ja kein Problem. Soll er das auch direkt trocken blasen? Nee, das... Da haben wir keinen für, Schatz. Dann blast du es trocken. Ich kann nicht blasen. Kann ja nicht alles. Oui, oui, mais attends, c'est très, 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 très... Je veux soir. Sultan aussi. Et peut-être moi. Hat ja ein Buddy, der ist ja einmalig. Hm? Ja, ich nehm die Stange. So, Mama, Übung heute. Ja, ah, geht. Mach du. Huh? Ja. Hoppa, hoppa. Ja, pour toi, c'est rien. Ja, mais pour moi, c'est dur. Hein? Oh, c'est pas mal. Probier doch mal. Wohin damit? Je sais pas. Sultan, wo soll das hin? It's okay. Siehst du, hast du gesehen, wie leicht die da pup war da oben. Merci beaucoup, Nelson. Wenn wir jetzt hier keinen Strom hinkriegen, haben wir nichts Problem. Also das müssen wir jetzt auf die Reihe bekommen, sonst müssen wir heute noch einen Elektriker anrufen. Der kommt, aber das ist, im Moment haben wir ja auch hier Personalmangel. Alles ist voll. Hier kriegst du so schnell keinen Elektriker. So, jetzt schauen wir mal, ob wir wieder Strom haben. Egal welche Überraschung, dafür brauchen wir Strom. Wenn wir keinen Strom haben, sind wir am Arsch. So, ich mache jetzt mal die Currywurstsoße. Solange der Strom nicht funktioniert, denn wir haben ja einen Gasherd. Die kommen mit 120 Wiesenhofhähnchen hier hin. Das sind 240 Hälften. Aber isst man so viel auf einem Oktoberfest? Nee. Ich lasse die saufen doch alle nur. Wir haben 300 Liter Paulaner-Bier. Du musst ja erstmal ordentlich antrinken, bis du Hunger hast. Ja, eben. Ja, wir haben echt viel zu tun mit dem Stromausfall, aber Essen muss es auf der Party natürlich auch geben. Wir haben extra dafür zwei Köche.
Was macht ihr? Pepperoncinis? Tun, was meinst du, kommt da rein? Oh. Das wird eine Currywurstsoße. Currywurstsoße muss auf jeden Fall Pepperoncinis rein. Ja, das ist klar. Nein, nein, ich meine jetzt an Öl. Den Rest habe ich alles. An Öl? Ich würde Öl reintun, ja. Öl? Olivenöl. Sicher? Ich würde Olivenöl reintun. Ich bin mir nicht sicher. Oder? So. New. Aber ich denke, du musst das alles anbraten. Ja, das ja, weißt du schon. Du ja, musst das anbraten. Weiß ich, ist mir schon auch mit Tomaten etc. Nein, das nicht mit Tomaten, ich komme zum Schluss. Am Schluss, aber du musst das alles anbraten und dann muss das alles hinterher in den Mixer rein. Ne? Weil das muss ja, eine Soße sein. Ja, und nicht, dass da irgendwelche Stücke drin sind. Nee, ganz klar. Wird so angebraten und dann im Mixer. Und du brauchst einen Saft. Hast du einen Saft? Ja, ja, Maracuja-Saft. Okay, gut. Und nicht so viel Zucker rein, ne? Ja. Ah, Bananen, genau. Bananen ist gut zum Binden. Ja. Du kannst entweder Bananen nehmen oder zum Binden oder Aprikosen. Du kannst auch eine Aprikose reintun, wenn du hast, trockene. Hast du getrocknete Aprikosen noch? Ich habe getrocknete Aprikosen. Ja, dann tu noch zwei rein. Und dann würde ich in jedem Fall einen Schuss von einem Schnaps reintun. So als Prädikat. Ach, das ist wieder typisch. Jetzt kommt der Robert wieder in die Küche und stellt alles auf den Kopf. Wenn er doch was Eigenes kreieren will, dann soll er doch selbst kochen. Aber nicht mir und Dennis in unsere Currywurstsoße reinfuschen. Dann tun wir eine Prise Gin rein, genau. Eine Prise Gin kommt rein. Ich komme, wenn ihr fertig seid. Ich mache das mit der Prise Gin. Und weißt du, was er dann sagt? Und wie schmeckt dir meine Soße? Weißt du, das ist aber nur seine Soße. Ich komme da rein. Ja. Wir lassen das besser, wir machen das lieber alleine. Lass den da mal weg, das bringt nicht viel. Das ist eine Soße von Dennis und Carmen. Gott erbarmen. Der Man hat leider kein Erbarmen mit Carmen. 3, 2, 1. Hast du Knoblauch schon drin? Ja. Gut. Zucker. Du musst natürlich ein bisschen Pfeffer reintun und Salz, ne? Ich würde nicht die Tomaten nehmen. Ich würde gar keine frischen reintun. Aber wenn du willst. Weißt du, drei? Tu 5 Stück rein. Drei Leute, ne, haben schon wieder 3 verschiedene Meinungen. So, wie Bananen brauchst du denn? Eine. Nee, mehr. Warum? Wie viel Soße willst du denn machen? Haben wir überhaupt Currywürste? Oder machen wir hier eine Soße? 5 Liter. Wir haben okay, dann brauchen wir 2 Bananen. 5 Liter, ne? Reicht an Zucker. Robert! Nicht so viel Zucker. Geh mal ans Telefon. Schafft mir den Mann aus der Küche, sonst gibt's hier ein Unglück. Soll ich dich schon mal aufmachen hier? Dann habe ich auch was zu tun. Ja, wenn du die aufmachst, ist das demnächst wieder deine Soße. Ja, ist nur sowieso. Ich habe dir ja alle Tipps gegeben. Ja, ist klar. Na klar. Geht logisch. Schon los. Du hast sie auch gekocht, ne? Nee, gekocht hat mein Herd. Es wird Zeit, dass ich Robert aus der Küche bekomme, aber ich habe da schon eine Idee. Was macht dein Fred da draußen? Hey, was macht kannst der denn? Kannst du dich da mal drum kümmern? Das ist Fred. Sag dem, der soll das aufhören. Was macht er denn? Was macht er denn? Was macht er? Fred? Ruhe, Fred. Ich wollte den Robert eigentlich jetzt nur aus der Küche raus haben, damit wir ungestört hier weiter brötchen können. Ne? Viele Köche verderben den Brei. Ne? Das geht doch nicht, weil sie können doch die Soße nicht ohne mich machen. Da kann die Soße doch nichts werden. Da muss doch einer den Plan haben. Komm, der Fred hat gar nichts gemacht. Was willst du? Hat er nichts gemacht? Nein. Ja, den Plan habe ich natürlich schnell durchschaut, aber ohne mein Fachwissen kann die Soße nicht hergestellt werden. Oh. Hast du jetzt zu viel Curry reingetan? Nee. Ist ja eine Currysoße. Weil du musst die danach abschmecken. Ja. Ach, guck mal, jetzt geht ja auch lange Farbe. Jappa. Ja, aber denk dran, mit euren Tomaten, das geht nicht gut, ne? Weil die zu viel Säure haben. Okay, dann muss jetzt der Tequila rein. Nein, jetzt warte, die muss noch kochen. Ja, aber die muss mit dem Tequila kochen, ist doch logisch, sonst kann es ja nicht gehen. Guck. Willst du echt noch Tequila reintun? Riech mal. Wenn Kinder das essen? Der beste Tequila. Ja. Ich kann schon machen, wohl, weil ich ihn auch haben. Bisschen. Gut. Jetzt ist sie versaut. Nein. Doch, jetzt ist sie versaut. Möchtest du auch noch ein bisschen Gin? Nein. Hör auf jetzt bitte. Hat ja eigentlich alles der Robert gemacht. Ich habe ja einfach nur gerührt. Ja, sah gut aus dabei. Und du hast nur geschnitten. Ja, zugearbeitet. Ja, zugearbeitet. Und er will jetzt ein Glas verkaufen. Und er hat natürlich das 0+Ultra.
Also, ne? Diesen Wahnsinns-Casa-Asyl. Der Hunger ist gleich 1 Uhr. Nein, die verstehen das einfach nicht. Das ist eben genauso, wenn einer ein Haus baut. Das Haus baut ja nicht der Maurer und auch nicht der Fliesenleger, sondern der Bauherr. Das ist genauso bei der Soße. Die Soße kreiert ja nicht der Koch, sondern die Soße kreiert derjenige, der die Anweisung gibt und sagt, welche Zutaten in die Pfanne gehören. Der andere ist eben nur die ausführende Person, rührt um. Dafür kannst du auch einen Gesellen nehmen, der schnipselt und macht und tut. Und wenn er meint, muss er noch ein Stück Finger mit rein, dann muss ein Stück Finger mit rein. Fertig aus. Gut, 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 mein Schätzelein, macht die Soße schön. So? Ja, irgendwas mit Roberts Currywurst oder so zum Beispiel. Oder vielleicht nehme ich auch den Familiennamen Geissens Currywurst. Dann hat jeder was davon. Dann kriegen die jeder 10% wie immer. Und ich behalte den Rest.